Smarana, ihr Lieben, der Blutmond am 26. Mai bringt uns ganz viel Hoffnung. In der kurzen Zeit, wo der Vollmond also für uns seine Energie auf die Erde sendet, können wir sehr viel positive Energie auftanken und eine ganz große Unterstützung für die Spiritualität bekommen. Ich werde auch noch auf meinem Telegram-Kanal etwas zu diesem Beitrag sagen. Besucht mich auch auf Telegram, wenn ihr noch weiteres wissen möchtet. Und heute möchte ich mit euch die drei Sternzeichen auch besprechen, die jetzt gerade an diesem Blutmond besondere Energie bekommen. Ich möchte besprechen, was das für die Männer im Allgemeinen bedeutet und was der Blutmond für die Frauen im Allgemeinen bedeutet. Und natürlich, was der Blutmond insgesamt für eine Energie uns bringt, wie wir davon profitieren können. Also es kommt an dem Vollmond, an dem Blutmond eine intensive spirituelle Energie zu uns. Sie bringt uns dazu, an das Beste zu glauben und unsere Magie zu fühlen. Es ist das Gefühl, dass es keine Barrieren mehr gäbe und wir, jeder von uns bekommt das Gefühl, auch endlose Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen, die er für sich umsetzen kann. Eine so tolle magische Zeit, gerade an diesem Blutmond. Und ich bitte euch, nehmt die Energien wahr, nutzt sie für euer persönliches Weiterkommen, denn dafür sind sie ja da, dafür sendet uns ja der Mond diese tolle Energie und unterstützt uns. Also wir haben an diesem Tag das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert, dass es immer besser wird und dass auch von jedem Menschen so das Beste hervorkommt, dass sich da also Tore auftun, die uns selbst in unserer Persönlichkeit einfach unterstützen. Und das ist natürlich klasse. Man bekommt eine Vision über seine endlosen Möglichkeiten und man bekommt auch ein Gefühl dafür, was alles noch in einem steckt. Also meditiert an diesem Abend. Wir werden natürlich nachher auch eine Meditation machen, wo all diese Felder geöffnet werden und ihr dann so für euch selbst einfach ja herausfinden könnt, was gerade wichtig ist. Es entsteht auch durch diese Vollmondenergie ein günstiger emotionaler Hintergrund für positive Wahrnehmung. Man macht sich gerade an diesem Tag oder vorher und nachher, also an diesen drei Tagen, sage ich mal, kaum mehr Sorgen. Man lebt einfach glücklich. Und wie schön wäre es doch, wenn wir diese Energie mit in den Juni, in den kompletten Juni nehmen könnten. Denn in meiner Vorhersage für den Monat Juni, was Jesus dazu sagen würde, da sieht's noch mal ein bisschen anders aus. Ich verlinke euch mal das Video hier oben, das könnt ihr euch gerne auch noch anschauen. Ja, und jetzt geht's mal um die Männer. Wie wirkt diese Mondenergie denn jetzt für die Männer, für unsere Männer? Also es weckt, diese drei Tage wecken in den Männern so eine Abenteuerlust, eine Lust auf Geheimnisse und sie sind draufgängerisch. Sie bekommen das Gefühl, Erfolg zu haben und glauben an sich. Die Männer werden sehr gestärkt. Sie denken an ihre Möglichkeiten und denken auch positiv. Das ist so schön. Also diese Energie erweckt in unseren Männern ein Potenzial, was sie selbst vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen. Die Männer machen sich keine Sorgen. Es ist klasse, ja. Also innerhalb diesen drei Tagen. Danach wird es wieder ein bisschen anders. Also Angst spielt für unsere Männer in diesem Moment überhaupt keine Rolle mehr. Und diese wohlwollende Haltung, die unsere Männer da einnehmen, das bringt sie zum Erfolg. Also
Lasst euch stärken, liebe Männer, jetzt gerade an diesen 3 Tagen und überlegt, was sind eure Ziele und geht sie an. Die werden Erfolg haben. Alles, was man jetzt in diesen 3 Tagen kreiert, trägt die Energie, dass es vorwärts geht, dass sich was verwirklichen lässt. Und natürlich gibt es auch die spezielle sexuelle Anziehungskraft. Die wirkt an diesen 3 Tagen sehr, sehr stark auf unsere Männer ein. Also, liebe Frauen, erinnert euch daran, was ich euch jetzt gerade sage. Die Männer haben einen Energieanstieg und den können sie natürlich auch im Beruf nutzen, auch in der Kreativität sich ausleben. Das ist ein Geschenk, was man dann diese Energie ja für alles Mögliche nutzen kann. Es geht also vorwärts. Man kann in beruflichen Aufgaben wachsen. Das können unsere Männer. Sie bekommen vielleicht neue Perspektiven und dadurch öffnen sich neue Felder. Auf was man achten sollte jetzt vom Körper her, also ihr lieben Männer, ihr solltet auf eure Gelenke achten, auf eure Knochen und Gelenke, die ein bisschen schonen, also nicht wie die Verrückten jetzt Spagat machen oder da rumhüpfen, sondern achtet darauf, weil gerade jetzt in der Zeit der Mondphase, des Vollmonds, ist da eine Schwachstelle. Macht euren Damen ein Geschenk und geht in die Sauna, macht mal ein bisschen Spa, legt euch zusammen auf die Terrasse. Wenn die Sonne scheint, probiert das mal aus. Also geht ein bisschen in die Spa- und Wellness-Richtung und nehmt auch gesunde Ernährung zu euch. Esst mal an diesen 3 Tagen kein Fleisch, nach Möglichkeit. Und falls ihr Vegetarier seid, dann macht ihr ja schon alles richtig. Ja, und jetzt kommen wir zu den Frauen, zu uns. Wie wird's denn uns gehen? Also uns, die Frauen, die haben ein bisschen andere Empfindungen durch den Vollmond. Die fühlen sich eher unwohl an diesen 3 Tagen und es kann sein, dass auch ja Widersprüche auftauchen plötzlich von Dingen, die sie schon lange vergessen haben, dass das plötzlich kommt und sie dann nochmal nachdenken und dass sich dann so ein bisschen auch ja emotional schwach macht. Und die Kinder, achtet bitte auf die Kinder, wenn ihr welche habt. Die können an den 3 Tagen launisch sein und mutwillig sein. Also guckt da drauf, dass ihr die gut beschäftigt und ja, emotional positiv unterstützt. Die Frauen sind auch emotional aufgeregt. Die spüren auch diese sexuelle Kraft und sie sind auch auf romantische, also auf romantische Abenteuer aus. Und sie sind auch bereit, Dates auszumachen, sich mit anderen Männern zu treffen. Also wenn du jetzt einen Partner suchst, wäre das tatsächlich an diesen 3 Tagen eine gute Grundlage, da nach außen zu gehen, weil die Energie ja unterstützend wirkt. Insgesamt wird die weibliche Energie gestärkt. Also die weibliche Energie bekommt praktisch auch sogar so einen Höhepunkt in ihren Fähigkeiten. Wenn du jetzt spezielle Fähigkeiten im Hellsehen hättest, würde sich das verstärken, diese 3 Tage. Und deine magische Kraft wird auch in diesen 3 Tagen ausgedehnt und aufgebaut. Eine weibliche magische Kraft, das ist wundervoll. Natürlich auch die ganze Kreativität, was Frauen sowieso besonders auszeichnet, diese Intuition, all das wird verstärkt. Was ich dir raten würde, dass du vielleicht jetzt die 3 Tage ein Ritual machst für Gesundheit, auch mit Spa zusammen, ja, ein schönes Ritual mit Dankbarkeit, mit dem Körper vielleicht ein Gebet geben, so dass mit deinen Zellen sprechen, also ein Ritual machen. Du kannst so ein Ritual auch für die Liebe machen, ja, dass du vielleicht deinen Traumpartner findest oder dass deine bestehende Beziehung sich verbessert. All das wird in diesen 3 Tagen besonders durch die Mondenergie unterstützt. Natürlich kannst du auch für deine Finanzen ein Ritual machen. All das wird unterstützt. Also, das ist jetzt das wundervolle Positive. Es kann natürlich sein, dass innerhalb diesen 3 Tagen auch nochmal Energien auftauchen, die dich an deine Probleme erinnern. Die sind ja nicht weg, die Probleme sind immer da. Also da musst du aufpassen, dass du nicht aus deiner inneren Harmonie herauskommst, sondern
dich immer wieder erdest und auch in die Mitte bringst, sodass du einfach, ja, gestärkt bleibst. Deine Emotionen vielleicht ein bisschen kontrollieren, denn die sind auch, sag ich mal, stärker, die Emotionen. Das heißt, du kannst leichter weinen, könntest leichter weinen, aber auch leichter lachen. Also es ist, ja, eine aufregende Zeit jetzt, diese 3 Tage. Und vielleicht nutzt du ja diese Zeit, um neue Kontakte zu knüpfen und oder um deine Hobbys dich zu widmen oder machst ganz viel Gymnastik und Yoga. Das wäre sehr gut für den weiblichen Körper. Ja, meine Lieben, das waren jetzt unsere Damen und unsere Herren. Und jetzt gibt es ja noch 3 Sternzeichen, welche besonders gut profitieren von diesen 3 Tagen, von dem Blutmond. Das ist der Schütze, der Skorpion und der Krebs. Ich selbst bin ja Krebs und ich freue mich auf diese Zeit. Also der Schütze nimmt neue Herausforderungen entgegen. Der befreit sich von alten Lasten und bekommt richtig viel Mut, um etwas Neues zu beginnen. Also, liebe Schützen, überlegt euch für euch, was ihr gerne machen möchtet in diesen 3 Tagen. Ihr werdet Impulse bekommen und da eine Fülle an Möglichkeiten entdecken, wie ihr das auch machen könnt, eure neuen Herausforderungen anzunehmen. Dann haben wir den Skorpion. Der Skorpion, der muss sich neu erfinden. Der ist also sehr herausgefordert. Er muss sein Selbstvertrauen neu erfinden, sein Selbstwertgefühl neu erfinden. Das ist also eine sehr anstrengende Zeit für den Skorpion. Aber ist ja nicht so schlimm. Es dauert ja nur 3 Tage. Das ist ganz wichtig für den Skorpion. Und für den Krebs ist es so, der Krebs ruht in seiner Kraft. Der bekommt in diesen 3 Tagen noch viel mehr Selbstvertrauen und die innere Ruhe, die ist so spürbar, dass er aus seiner inneren Ruhe heraus in Kraft wirkt. Und ich persönlich werde an diesen 3 Tagen das Programm schreiben für das spirituelle Treffen in Marburg, weil das jetzt dann da an diesen 3 Tagen eine Form bekommen wird. Und ich werde schon langsam darauf vorbereitet. Ich spüre schon ganz viele Energien. Und das werde ich alles am Vollmond speziell nutzen, um ja meine weibliche Energie und die Kraft des Vollmondes dort voll einbringen zu können. Hui, jetzt habe ich ganz viel geredet und ich denke, es ist jetzt auch durch dieses Aufzeigen der Möglichkeiten, was alles geschieht an diesem Blutmond. Für euch hat sich da auch so ein Feld aufgetan und dieses Feld der Energie möchte ich jetzt auch nutzen, indem wir eine Meditation machen und da nochmal alles energetisch aufbauen und uns dann darin wiederfinden können und diese Meditation dann auch später noch nutzen können, weil wir ja jetzt das machen in der Vollmondenergie. Das ist ja der Punkt, dass die Vollmondenergie uns so wundervoll unterstützen wird. Ja, und so wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Energie und bereite mich jetzt schon energetisch darauf vor. Mit der Fülle. Genau, mit der Fülle, mit Smarana. Mit diesen beiden. Und mit der Energie der neuen Zeit. Jawohl. So, ich wünsche dir gleich ganz viel Freude und Kraft. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte um die Energie des Schutzes für meinen Kanal. Und in diesem Moment spüre ich,
wie sich der Schutz um mich herum aufbaut. Und dies geschieht zur gleichen Zeit bei dir. Lieber Mensch, schön, dass du heute hierher gekommen bist, denn die Energie des Blutmondes wird dich unterstützen, in deinem Leben eine neue Vision zu bekommen, dein Leben zu stärken, deinen Körper zu heilen und deine Seele zu beleuchten mit dem Licht der Liebe. Und so bitte ich dich jetzt, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen, so weit, wie es dir möglich ist. Das Licht von Smarana lässt dich Gottes Nähe fühlen. Deine Seele bekommt Flügel und sie trägt dich sanft in die Energie des Mondes hinein. In die Energie des Blutmondes, welche so mannigfältig für dich wirken wird. Und so bitte ich dich, dein Herz jetzt zu öffnen. Tue dies mit deiner Absicht. Lass dein Herz so groß werden, wie du möchtest, wie es sich gut für dich anfühlt. Und richte deinen Fokus auf die Mondenergie. Und je nachdem, was gerade jetzt für dich wichtig ist, wirst du diese Energie spüren. Also öffne dich und lasse dich tragen. Lasse dich tragen zu deinem Wunsch, den du vielleicht schon länger in deinem Herzen trägst und welcher nun durch den Blutmond eine ganz besondere Energie erhält. Deine Visionen, deine Kreativität, deine Wünsche, all dies kannst du nun hervorholen. Lege all dies in deine Hände, die Energie deiner Wünsche, und übergebe sie jetzt der Mondenergie. In dem Moment der Übergabe fließt die Mondenergie zu dir. Sie berührt in deinem Körper, in deinem Herzen, in deiner Seele all die Punkte, alle Stellen. Welche jetzt besonders für dich wichtig sind. Lass es einfach geschehen. Lasse dich tragen und schwebe. Deine Seele schwebt mit dir in der Schwerelosigkeit. Die Mondenergie berührt dich ganz tief. Und so darf sich das erfüllen, was du in deinem Herzen trägst. Denn die Liebe ist bei dir. Die Engel beginnen zu singen. Sie singen das Lied
der vollkommenen Liebe für dich, Trost, Hoffnung und Kraft öffnen ihre Felder und laden dich ein, dich mit ihnen zu verbinden. Es ist wie ein Fest, ein heiliges Fest der Liebe, extra für dich gestaltet. Denn du bist wichtig, du bist die Liebe und das Licht. Und genau das ist es, was du jetzt in diesem Moment geschenkt bekommst. Genau das ist es, was dich ausdehnt, dich glücklich werden lässt, was dich deine Stärke fühlen lässt. So danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich danke auch der Mondenergie und meiner Seele für diese Worte. Smarana. Die Energie klingt langsam ab, obwohl sie bei mir noch im Raum ist. Sie ist noch da. Und vielleicht bist du ja jetzt auch wieder ganz da. Es war so schön mit dir heute. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Mondmeditation, mit der Mondenergie vom Blutmond. Und freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe für dich. Ein Küsschen. Bis dann.